Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Weiter geht es bei Ancestors, Humankind Odyssey und, naja, unseren letzten Kampfversuchen, ja, die waren so fast gut, ja. Da müssen wir nochmal ein bisschen was machen. Jetzt habt ihr einer von euch in den Kommentaren, oh, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, hätte ich nochmal schauen müssen, aber da hat jemand geschrieben zu meinen Fragen bezüglich dieser Genmutation. Wir schauen uns das hier gerade mal an. Dass man, wenn man dieses Mitglied des Stammes spielt, also habe ich bisher noch nie gehört und gesehen, aber wir können das mal probieren. Wenn das stimmt, ist es wirklich sau cool. Also ihr und die Mitglieder dieser Erblinie werden eine bessere Hand-Augen-Koordination haben, wenn sie angegriffen werden. Dass man, wenn man mit diesen Mitgliedern spielt und eben diese Tätigkeit, angreifen in dem Fall, oder ausweichen vielmehr, wenn man angegriffen wird, dass man dann diese Mutation tatsächlich aktivieren kann und das dann zu weiteren Punkten führt, die sonst eher schwierig erreichbar sind. Keine Ahnung, die wären dann von hier erreichbar, glaube ich, hier diese Punkte. Also, das werden wir einfach mal ausprobieren. Wir werden gleich mal mit ihr spielen. Mit CW wäre auch okay. Aber wir nehmen erstmal ihr und dann schauen wir mal. Vorausgesetzt, wir finden ihr. Ja, das wäre natürlich noch schön. Achso, halt, Moment, ich habe gerade gesehen. Da oben. Da. Zwei Punkte sogar aktiv. Ist ja wieder mal interessant. Also, was hätten wir da? Abstreifen. Nächste Verbindung hergestellt, wird sich die Erfolgsquote der Änderung ohne Werkzeug erhöhen. Ja. Gut, okay. Nehmen wir mit. Braucht man nicht unbedingt. Obwohl, bei der Affenschule hat man ja gesehen, das sind noch ein paar Defizite. Und beim Ändern mit Hilfe eines Werkzeuges wird sich erhöhen. Oh, haben wir genug Energie? Ich habe gar nicht geguckt. Müsste aber eigentlich, oder? Ja. Gut. Also hier, was Werkzeugherstellung und dergleichen betrifft, da sind wir ganz gut vorangekommen. Hier mittlerweile beim Riechen hören sogar auch so ein bisschen. Hier unten ist noch so mau, ne? Das ist dann hier mit den Clanmitgliedern und dergleichen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen die Affenschule bemühen. Und nach hier links, Ausweichmanöver, Konter, das ist so dieses ganze Angreifen, Attacken, Gedönsel. Das werden wir jetzt auch nochmal machen. Also wir suchen uns jetzt mal ihr. Ne? Ganz überrascht, wie was? Weiter geht's. Angespitzter Stock, den legen wir da mal hin. Und dann schauen wir mal, wo ihr ist. Weiß ich ja nicht. Irre? Männchen? Weibchen? Gott, das weiß man bei den Namen irgendwie nie so richtig. Das ist ein Männchen namens Lo. Es könnte natürlich auch ein alter Affe sein. Ich weiß nicht, wer Irre ist. Und wir kriegen das, glaube ich, auch nicht angezeigt, wenn wir hier... Gar hat aber auch was, ne? Motorik-Mutation. Ne? Tio ist intelligent. Da hätten wir... Oder Qui oder... Ach, egal. Lu, okay. Da ist noch ein Baby. Was machst du denn hier? Ah, ja. Mach keinen Mist, ne? So, ihr. Einer von euch ist ihr. Erwachsener, weiblich, hat zwei Kinder bereits bekommen. Das heißt... Wir sind... Also... Ja, ich nehme mir zwei neue. Ist okay, wir haben ja genug Kinder. Zwei neue? Ein neues? Wir nehmen uns ein neues. Hier, du da. Hm? Wie ist? Willst du auf ein Abenteuer gehen? Oh. Irgendwie habe ich Angst. Oh, guck mal, wir haben ein bisschen wenig Energie. Sekunde, ich glaube, wir müssen mal süffeln. Ja, kommt alle her, los! Saufen! So lecker. Bringt nur nichts. Aber müssen wir auch noch was essen. Essen. Ja, jetzt wird hier wieder geputzt. Hier, pass auf. Nom. 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 Ja, ich, halt, warte mal. Moment, Sekunde. Wir müssen ja noch halt. Nicht alles auf einmal. Nein, bleibt vernünftig. Ich brauche noch was. Ach, egal. Ich muss mich ja noch einreiben mit dem Geschmarre. Guck mal, warte mal, da ist noch. Da hat noch jemand was übrig gelassen. Ja, nee.
her damit. Der letzte Stingel, du. Den stelle ich mal sicher. Und dann gucken wir mal. Ich schmier mich dann erst mit dem ein, wenn's mal kurz vor Abreise sind. Ich stelle den mal sicher vor den ganzen Affen hier. So, pass mal auf. Du isst dafür noch ein bisschen was hiervon. Nom. Nom. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir noch rüber und essen von den Blümchen. Holen uns noch die Buffs und dann denke ich, sind wir ja auch schon ganz gut versorgt. Achso, den Honig. Honig mal gegen Gift, ne? Kannst mal gegen eine große Schlange kämpfen. Hauptsache Kampf. Ist ja mittlerweile fast egal, gegen was wir kämpfen. Und es ist schon wieder 11 Uhr. 12. Genau, hau rein. Gut. Haben wir da ein paar Buffs? Machen wir jetzt noch den Honig oder nicht? Ach komm, machen wir den Honig. Alles, was wir machen, bringt ja irgendwie Punkte. Achso, warte mal. Was wir machen, ist ja auch hier. Komm, nicht dran. Na komm, du schaffst das. Hey. Komm schon. Ja. Super. Super Affe. Yay. Wo ist eigentlich der andere? Ah, guck da. Kann man den zum Stapel hinzufügen? Mal gucken. Stapel hinzufügen. Ah, Moment. Und falls verschiebt mal kämpfen auf. Nee, das machen wir mal. Das machen wir mal anders. Jetzt nicht. Weil man kann da bestimmt auch mit bauen. Aber wann anders. So. Dann mache ich jetzt noch was gegen Gift. Und dann haben wir es. Guck mal, da liegt sogar ein Stöckchen. Und ist das Stöckchen hier gegriffen? Wohl. Yep. Ihr habt doch bestimmt wieder ein bisschen Honig übrig, oder? Hey, wir kennen uns schon. Wir müssen doch gar nicht schon wieder stechen und alles. Und, ach, komm schon. Eintunken. Jawohl. Du sollst nicht gleich essen. Unten essen. Nicht so gierig. Haha. Nam. Schlörp. So, hier legt man wieder hin. Unseren Honiganker. So, und dann nehmen wir das da und einen dieser Mal... Da. Nein. Nee. Habe ich schon mal gesagt, dass das mit den Hitboxes teilweise ein bisschen schwierig ist? Ich weiß gar nicht. Habe ich das gesagt? Ich glaube nicht. Ne? Na, na. So, hep. Bisschen schneller, wenn es geht. Es ist schon 15 Uhr. Du brauchst für alles so lange hier. Das ist nicht zu glauben. Wo ist der Schadapel? Da ist der Schadapel. Handwechseln, Stapel hinzufügen. Brauchen wir noch ein Stöckchen. Spitzes Stöckchen. Hep. Und dann eventuell noch ein Keil. Was sind das die? Ich glaube, das sind die Keile, oder? Weiß ich gar nicht. Und los geht's. Mal schauen, wen wir jetzt finden. Ob wir diese arme Wildsau nochmal finden oder ob die mittlerweile irgendwo elendig krepiert ist. Anders kann man das ja kaum bezeichnen. Ich fühle mich immer noch so schlecht deshalb. So. Okay, ich dachte, der hält sich an den... Ich habe A gedrückt gehalten. Ich dachte, der hält sich an den... Oder die vielmehr. Hält sich an den Palmenblättern fest. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, ne? Hören. Ja. Unsere Kumpel da oben, die hören wir. Die sind mal wieder so laut wie sonst was.
Wir haben da noch ein Wildschwein zu rupfen. Oh, Freund. Wo? Dieses Kackvieh. Das ist der Stock wieder weg. Dieser Stock jetzt wieder weg ist. Wir haben diesen Stock da raus. Der Stock schon wieder weg. Ausgereiftes Neuron. Attackieren. Irgend sowas in der Richtung. Mal gucken, ob es das ist. Am Ende von ihr. Das war ja da unten in diesem... wie soll man sagen? In diesem... Ast. In dieser Abzweigung. Die erste Attacke habe ich natürlich jetzt schon wieder vermasselt gehabt. Moment, das sind Bären. Okay, ich dachte, das wären die... Das wären die Bäume, die Blumen gewesen. Aber okay. Yep. So, machen wir mal eben. Handwechsel, das hier ablegen, verändern. Zack, dann ergreifen. Ändern. So, Handwechsel, weiter geht die Reise. Ist Schlange. Da vorne ist wieder so ein Blütenbaum. Mal gucken, ob wir uns da noch ein bisschen was angeln können, weil der Knochenbruch Schutz ist leider abgelaufen. Warum ist hier denn so eine... Ach so, das ist die Schlange. Der Schlangenkadaver. So. Ja, ja. Na, du Sack. Oh, der steckt immer noch voller Stärke. Haha! Yes! Oh Gott, wie brutal! Boah, wie viele Stöcke in dem drin stecken. Inspizieren. Stinkt ein bisschen, ne? Okay. Kadaver eines Riesenwarzens. Boah, das ist echt ein Riesenvieh, ne? Pass mal auf, ich habe hier irgendwo an diesem Bäumchen gerade eben meinen Steinglaube festgelegt, oder? Ne, ich habe noch verändert. Oh ja, das habe ich noch. Okay, dann machen wir da mal in die rechte Hand. Schau, da kann ich zerteilen. An der Schlange und am Wildschwein. Ich will jetzt erstmal das Wildschwein da zerteilen. Boah, boah. Und jetzt? Wie geht? Handwerker? Inspizieren. Nein, das ist ein Stein. Ach du Trollo. Handwechsel? Ah, jetzt geht's inspizieren. Okay, eben war das nicht aufgetaucht, oder?
probier's mal aus. Oder ich meine, also ich mein, werde jetzt nicht tot umfallen davon. Okay. Ekelhaft, gell? Hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, also im Grunde genommen, ich kann das also noch gar nicht quasi essen. Das muss ich erst noch so... Oh ja, das ist widerlich. Ich gebe es ja zu. Warte mal, ich will eigentlich, dass du die Hand... Genau, du nimmst das und jetzt... Nein, 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 du sollst es fallen lassen. So, das jetzt dafür nehmen. Okay, kann ich da irgendwie Knochen noch rausnehmen? Es geht dir nur nicht gut, keine Angst. Ist nichts Schlimmes, ist nichts Schlimmes. Zerteilen. Der blutrünstige Affe. Ah. Okay. Und das inspizieren wir auch. Okay. Komm, hau rein. Weißt du, wenn es hier schon scheiße geht? Ach, das kann er schon? Nein, kann er nicht. Okay, scheinbar habe ich mich überfressen vielleicht auch. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Moment. Einmal in die rechte Hand bitte nehmen. Und dann lassen wir das fallen. Das ist bäh. Jetzt gehen wir mal saufen. Lassen wir den Mist da wieder rausschwemmen irgendwie, wie auch immer. Ich glaube, das hat immer geholfen zu trinken, ne? Weiß es gar nicht. So, hier können wir den Stein fallen lassen. Boah, ist das eine miese Sicht. Fallen lassen... rein. Ja, das hilft. Okay. Komm raus damit. Ah, Gott sei Dank. Steinchen nehmen wir wieder mit. Okay, also. Aber der gute Eber hat eine ganze Weile gebraucht, bis der da lag, ne? Also, na komm, lass los. Ich will da nicht hoch. Wie viele Stöcke hatte der drin? Also mindestens 3, oder? Eieieiei. Gut, aber jetzt bin ich echt gespannt. Also dieses eine Neuron hat sich ausgeprägt. Ob es das am Ende ist. Die hier auch hoch? Ich glaube, die sind immer noch nie hochgewatschelt. Was hast du denn eigentlich? Haben wir da schon mal was gemacht? Nee. Loslassen. So. Guten Tag. Ich hoffe, ihr mögt mich noch so blutverschmiert, wie ich jetzt bin. Jetzt haben die Affen die Menschen erst die Blut an den Händen. Ah, so. Nee, also das war's nicht. Interessant. Also dann, schauen wir mal. Kampfreaktion. Verbindung herstellt, sie erhöht die Geschwindigkeit beim... Was, Moment? Beim Vorbereiten einer Attacke. Ah, okay. Und wo kommt denn... Ich habe gar nicht gesehen, wo die Linie jetzt herkam. Ach, da unten. Okay. Oh, da ist noch eins ausgeprägt. Wir waren gut. Oh, das ist es, was wir brauchen, um umzuziehen.
Wenn ich denen eine wirksame Waffe in die Hand gebe, sind die Clanmitglieder, haben die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Die Frage ist natürlich, wie erfolgreich diese Verteidigung sein wird im Zweifelsfall. Aber jetzt haben sie so wenigstens schon mal die Fähigkeit. Das ist genau dahin, musste ich kommen. Energie Nummer 1, los! Zieh! Zieh? Komm schon! Jawoll! Ja, das ist super. Das ist richtig super. Das müssen wir auch eigentlich unbedingt sofort festigen. Die Frage ist, wie viele Festigungspunkte brauchen wir denn schon? Also da oben haben wir 2, 3, 4, 5, 6. Also demnächst wird hier um die Wette gefestigt. Interessant, interessant. Lass uns schlafen. Gute Nacht. Oh Gott. Der Jäger. Oh. Bisschen länger geschlafen, weißt du? Nach so einem anstrengenden Tag. Halt. Habe ich ja noch was in der Hand? Die Frage ist ja, kann ich mit... Moment, ich probiere das gerade mal. Ich kann ja dieses Ding jetzt hier nicht tragen, aber kann ich, wenn ich den in der rechten Hand halte, hier was verändern irgendwie? Nee. Okay. Also in den Dornbüschen was ändern? Noch nicht. Stapel hinzu. Okay, das brauche ich scheinbar gar nicht. Ich dachte, aus dieser Ansicht eben wäre hervorgegangen, dass ich zu wenig Wasser hatte. Da sind wir auch okay. Komisch, dass dann das Rote so hervorlurrt. Ich dachte, dass der grüne Kreis würde komplett überragen. So, dann lass uns jetzt nochmal ans Bauen gehen. Das will ich jetzt nochmal probieren. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Dorngestrüpp anschleppen. Scheiß Wetter. Achso, du hast noch was in der Hand. Darum geht nichts hier, hä? Ja. Warum mache ich das hier eigentlich, fragt sich gerade die kleine da. Huch! Was ist los? Wo geht's hin? Achso. Ja, gar kein Problem. Guten Hunger. Ich baue hier nur ein bisschen. Ja, du auch noch? Komm. 1, 2, 3 und hepp. Super. So wurde Skispringen erfunden. So. Also, zack. Kann ich da jetzt? Oh, gucke. Döp. Ja, ich hau da mal ein bisschen auf den Dornen rum. Ach was. Ernsthaft? Hm. Ja, die ist kalt, ne? Hm. Kann ich da? Ich kann da durch. Okay, ich kann da einfach durchwatscheln. Aber hoffentlich keine Tiger. Ah, guck, jetzt ist auch nicht mehr kalt. Okay, das haben wir schon. Dann lass uns mal gucken, was man sonst noch so bauen kann. Stöcke. Da sind ganz viele Stöcke, abgestriffene Stöcke. Kann ich aber nichts mitmachen. Normale Stöcke eventuell. Hier kann man auch, obwohl... Das sind nicht so viele. Aber so, ne, was ich mir halt vorstelle. Aber ob die dazu intelligent genug sind? Hat so eine Barriere und dann noch ein paar spitze Stöcke davor in den Boden gerammt? Hm, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, zu viel erwartet. Von unseren Herren und Damen Affen. Was ginge denn eventuell noch mit Steinen? Da kann man nichts bauen. Da haben wir auch schon genug gestapelt.
Sangria haben wir schon gebaut. Gut, das könnte ich einfach nochmal machen, dass wir noch ein paar mehr von den Schlafplätzen hier haben. Hier könnten wir vielleicht noch einen dazwischen basteln. Auf, den machen wir noch. Ich glaube, dieses Bauen wird nämlich bestimmt auch noch einiges freischalten. Nur bringt es mir ja im Grunde genommen jetzt fast nichts. Ich habe ja schon sechs Festigungspunkte zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein weiteres Neuron freischalte, kann ich das schon gar nicht mehr festigen. Aber gut, beim nächsten Mal dann wieder ganz schnell freischalten. Aber trotzdem, im Grunde genommen... Guck, ich brauche jetzt auch nur noch 3 statt 4. So, so. Okay. Guck, hier direkt nebeneinander. Das war nicht ganz so... Mindestens 5-mal einen Schlafplatz errichtet. Haben wir jetzt auch noch eine Errungenschaft. Was fehlt denn uns sonst noch so an Errungenschaften? Lass mal gucken. Eingeschaltet haben wir nichts mehr. Das mit der Attacke, das hat mich jetzt sehr gefreut. Zack. Ach du Gott. Beim Erforschen haben wir noch so viel. Unglaublich. Ausbreiten. Da sind wir doch mittlerweile schon ein gutes Stückchen weiter. Mal den Tiger noch legen können, das wäre natürlich echt schick. Hier entwickeln, da sind wir richtig gut. Schau mal, da fehlt fast nichts mehr. 1, 2, 3. Ich weiß ja immer noch nicht, ich denke aber... Bereit 3? Bereit 4? Was heißt denn das? Wenn ich jetzt A drücke, oder was? Mindestens 2-mal... Ach so. Führender Werkzeuganwender. Holz und Pflanze. Mindestens 2-mal stocktes Werkzeug... Aha. Bereit 3. Was heißt das? Die frühen Phasen deines neuronalen Potenzials gefestigt. Muss ich nicht verstehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir sind gut weitergekommen. Und werden das versuchen, in der nächsten Folge fortzusetzen. Ich glaube, wir probieren mit diesem Affen hier dann jetzt nochmal... Vielleicht nehme ich einen zweiten mit. Noch mit Zwe. Der ist ja auch, oder die ist ja auch im Kämpfen gut. Hat ja auch diese Mutation. Das heißt, dann könnte ich mit Zwe und ihr hier so einen Kampftrupp losschicken und dann legen wir zusammen den Tiger. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Werden wir sehen. Das wäre so ein Vorhaben, was noch, glaube ich, ganz wichtig wäre. Und dann könnten wir vielleicht wirklich bald an eine Evolution denken. Mal gucken. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, die kommt jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger. Es sind 2 hintereinander ausgefallen. Tut mir leid, ich kam einfach nicht zum Aufnehmen. Und werde jetzt zusehen, dass wir das wieder hinkriegen. Also, bis dann. Ciao.